Moin, moin. Jetzt geht's um föderiertes Forgeo. Forgeo, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist so eine GitLab-Alternative. Ursprünglich, also ein Fork von Gitti, ein Fork von, oh, ich wusste mal, wie das andere hieß. Gox, genau. Ja. Das ist der Erik. Normalerweise würde ich jetzt ein bisschen was darüber erzählen, was der Erik macht, wenn er hier nicht Vorträge hält oder also wofür der so Geld bekommt. Aber ich habe mir gerade sagen lassen, das ist das, wofür er auch Geld bekommt. Von daher erzähle ich jetzt was darüber, was der Erik macht, wenn er nicht arbeitet. Nämlich so Soundcomputer bauen, so Musik machen im Prinzip. Ja, also ein Step-Sequencer baue ich gerade. Step-Sequencer. Genau, ein Riesenapplaus für Erik. Viel Spaß beim Talk. Cool, danke. Okay. Ja, lieben Dank für die freundliche Einleitung. Ich bin maximal nervös, aber wir werden das jetzt gediegen hinter uns bringen. Genau, ich bin nicht alleine hier. Hier sitzt Michael, der ist mein Co-Secondary Speaker und auch irgendwie Chef. Genau, und das Thema, was wir euch mitgebracht haben, das finde ich technisch und politisch eigentlich ganz cool. Ihr seht hier schon Wege aus der Git-Plattform-Isolation. Und das wird jetzt prinzipiell so ein eine Übersicht, also ich werde euch ganz kurz sagen, wer wir sind, was Forgeo und Codeberg sind. Dann einen Teil darüber reden, was unsere Problemwahrnehmung ist, also letztlich warum ich jetzt hier stehe. Dann so ein paar Ansätze aufzeigen, wie wir versuchen da rauszukommen und da wird dann natürlich irgendwie auch die Föderierung ins Spiel kommen. Und dann werde ich so ein bisschen in diese Föderierung mal eintauchen. Wir werden einen Blick in den Maschinenraum werfen und zumindest die Konzepte mal erläutern. Und auch das erste User-sichtbare Feature mal anschauen. Das wäre dann der Federated Star. Und dann, weil das ja irgendwie, habe ich mir sagen lassen, eine sicherheitsorientierte Konferenz ist, nochmal einen Blick in diese Bedrohungsanalyse werfen, die wir zum Ende des Features mal auch aufgebaut haben. Und einen Ausblick darauf wagen, wie es denn weitergehen könnte. Genau, wer sind wir? Wir sind die Meister GmbH, das ist so ein kleines Unternehmen aus Reutlingen. Wir sind demokratisch organisiert. Das heißt, wir treffen alles, was wir so an Entscheidungen treffen, als Gruppe. Und das ist dann auch meistens konsensfähig. Man könnte uns auch so als Consultants mit Gemeinwohl- und Datenschutzanspruch bezeichnen. Und jetzt halt, ihr seht es ja schon, sind wir halt hauptsächlich in Forgeo engagiert. Das ist so unser Open-Source-Engagement, womit wir auch unsere Juniors, das wäre dann zum Beispiel auch ich, irgendwie so ein bisschen auf die Strecke bringen und irgendwie mal so ein bisschen gelebte Praxis der Open-Source-Entwicklung nahelegen. Und nebenbei sind wir halt auch daran interessiert, die Welt physikalisch ein bisschen schöner zu machen. Also wenn man mal draußen unterwegs ist, so die eine oder andere Plastiktüte einzusammeln. Ja, werfen wir mal einen Blick darauf, was eigentlich dieses Forgeo ist. Für die, die es nicht kennen, ich meine, du hast es jetzt ja auch schon gesagt, es ist halt eine Git-Plattform, wie zum Beispiel GitHub. Und es ist eigentlich die Selbstbezeichnung, glaube ich, so Software-Schmiede. Und eigentlich wird es auch Forgeo ausgesprochen, das habe ich schon auch gerade falsch gemacht, aber es ist so ein bisschen in meinen Sprachgebrauch reingeflossen. Es ist Esperanto für Schmiede. Und man kann auch auf die Webseite von Forgeo gehen und dort gibt es eine Audio-File, da kann man sich dann auch sagen lassen, wie das richtig ausgesprochen wird. Ich habe jetzt ein paar Eigenschaften aufgezählt. Also es ist schon ziemlich leichtgewichtig und einfach zu hosten. Ich persönlich mag die UX sehr, sehr gerne. Also es ist einfach gut zu bedienen und es gibt da auch ein UX-Team, was dahinter ist, dass das so bleibt. Die Entwicklung findet auf codeberg.org statt. Da wird irgendwie auch die ganze Infrastruktur, also die Runner und CI und was es nicht gibt, gehostet. Und die Community dahinter ist halt ziemlich cool. Also die haben wir halt sehr offen erlebt. Man konnte halt einsteigen, Fragen stellen und dann haben sich die Leute gekümmert. Das war tatsächlich ein sehr schöner Einstieg. Und letztlich auch einer der Steine des Anstoßes für uns, wirklich tief einzusteigen, war eben, dass es schon Ansätze und Bemühungen gab, irgendwie Föderierung zu machen. Genau. Und dann würde ich mal da einsteigen, warum wir eigentlich hier vor euch stehen. Das können wir mal in Form einer kleinen Geschichte machen, habe ich mir überlegt. Wir könnten uns jetzt eine Beispielplattform KleinX vorstellen. Die ist relativ jung und innovativ.
innovativ zum Beispiel hier damals Twitter 2007 hat irgendwie so den Hashtag mit diesem Tweet letztlich eingeführt, beziehungsweise gilt das so als der Stein des Anstoßes. Und irgendwie ist die Plattform so cool, dass da sich Leute sammeln, ein Netzwerk entsteht, wir haben Interaktionen und irgendwie insgesamt so auch einen Mehrwert vielleicht für die Gesellschaft. Ideen, Gemeinschaft, Synergien. Das war so vor 17 Jahren. Und wir skippen mal nach heute. Klein X ist jetzt Groß X. Eine Milliardärin hat dieses Ding gekauft und nutzt das jetzt eigentlich für seine Meinungsäußerungen nur noch. Viertelt, also bremst halt mal Links zu irgendwie anderen Publikationen, die nicht so genehm sind. Schaltet irgendwelche Accounts frei, die besser nicht freigeschaltet werden. Und wenn dann selbst keine Konzerne mehr dort Werbung schalten, haben wir ein Problem. Vielleicht war Klein X aber auch irgendwie ein App Store, der irgendwie mal gut funktioniert hat. Und jetzt gibt es halt automatisierte Entscheidungsprozesse, die dafür sorgen, dass irgendwie mal Open Source Apps rausfliegen, weil sie eigentlich nicht erkennbar irgendwelche Bestimmungen verletzt haben. Hier in dem Fall war das dann nach einem Tag wieder gut, aber es gibt ja auch andere Beispiele. Vielleicht war Klein X auch mal cool und ist dann irgendwie Open Core gegangen und erlaubt jetzt Contribution eigentlich nur noch unter Lizenzabgabe. Oder wir haben hier so ein GitHub und da gibt es eine AI, die unseren Code liest und es wird dann immer so ein bisschen schwierig, dagegen vorzugehen, wenn da Lizenzrechte verletzt werden. Ja, und das kulminiert alles für uns letztlich da drin. Also das wäre alles vielleicht nicht so problematisch, wenn man irgendwie gut ausweichen könnte. Wenn man irgendwie die Kontrolle hätte darüber, wie diese Plattform mit meinen Daten umgeht oder wenn ich die abziehen könnte und einfach woanders hin könnte. Und das nennen wir dann halt Plattformbindung und fremdkontrollierte Daten. Und das ist halt insbesondere deswegen problematisch, weil, naja, man kann halt da nicht so einfach weg. Und jetzt könnte man sich ja fragen, okay, ja gut, ist halt so. Müssen wir halt mit leben. Aber wir sind ja ein bisschen Softwareentwickler. Wir haben ja Lust, Sachen zu ändern und anzupacken. Und insbesondere investieren wir da ja auch. Also wenn wir jetzt uns als kleine Firma dahinstellen und irgendwie Sachen machen, dann könnte man durchaus mal schätzen, und wir haben geschätzt ca. 2000 Tage, die wir in den letzten 10 Jahren da investiert haben, invest quasi in sowas wie GitHub, GitLab, LinkedIn, Twitter, jetzt X, der dann uns einen Mehrwert gebracht hat, dadurch, dass wir irgendwie eine Community aufgebaut haben, dass wir Interaktionen, Lob und Kritik, Ideen, Motivation und Denkanstöße bekommen haben. Und halt eben auch Likes auf unseren Repositories. Aber diese Likes bleiben dann natürlich auf der jeweiligen Plattform. Und unser erster Lösungsansatz dazu war zu sagen, okay, wir hosten halt unsere eigene Git-Repos. Ist ja schon mal gut, dann haben wir zumindest Kontrolle über unsere eigenen Daten. Dann kann man irgendwie noch nach GitHub pushen, weil irgendwie sind ja eh alle auf GitHub und dann sind wir wenigstens dort sicher. Unsere CI läuft dann eben auf GitLab, weil wir die gut kennen. Und für die Community sind wir auf Codeberg. Aber das ist ja dann nicht so ganz optimal, weil wir sind halt irgendwie überall, aber irgendwie sind alle Daten immer noch auf der jeweiligen Plattform gefangen. Und insbesondere halt diese Sterne. Und die sind uns halt wichtig, weil wir uns natürlich zum einen darüber freuen, aber auch, weil sie eine wichtige Metrik für Relevanz sind. Also das heißt, wenn jetzt irgendwie Leute Software finanzieren wollen, gucken sie vermutlich auch mal auf die Sternanzahl, wie relevant das Ding eigentlich ist. Vielleicht gibt es aber auch einfach UserInnen, die einschätzen wollen, ob sie diese Software benutzen wollen oder müssen. Genau, aber diese, ihr seht es ja hier schon, ne? Irgendwie diese Sternchen sind halt auf ihrer jeweiligen Plattform gefangen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wäre doch cool, da Föderierung einzubauen, denn die schafft letztlich die Verbindung zur Welt. Und das Idealbild wäre dann, wenn irgendwie eine Maintainerin bei uns auf dieser Instanz irgendwie einen Repo hätte, damit interagiert und letztlich die Community irgendwie mit diesem Repo föderiert woanders interagieren könnte. Und wir hätten dann aber trotzdem so die Issues, die Pull-Requests und eben die Stars,
irgendwie an einem Fleck verteilt föderiert. Genau. Föderierung schafft die Verbindung zur Welt. Ich habe jetzt Föderierung gesagt, da muss ich natürlich auch erklären, was es ist, beziehungsweise ich kann es immer versuchen. Das ist ein Bild von Wikipedia und eigentlich steht da die Quelle auch noch, aber die liefere ich dann nach. Einfach gesagt, ermöglicht das Föderierungskonzept uns unterschiedlichen Diensten unterschiedlichster Art miteinander zu interagieren. Das wäre dann so, als würde man irgendwie Videos von TikTok auch auf YouTube abrufen, aber halt in deutlich cooler natürlich. Und beispielhaft könnte das dann eben so funktionieren. Wir haben jetzt hier zwei Mastodon-Instanzen offen und da gibt es dann halt diese Gemeinsamkeit. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie mit der Maus mache. Man sieht eine Maus. Und dann gibt es hier diesen Menschen, der ist hier sichtbar und der ist da drüben sichtbar. Und der postet von seiner dritten Instanz InfoSec Exchange und das ploppt halt in den Timelines von unserer Instanz auf und von Mastodon.social. Und dieser Austausch funktioniert letztlich über ein Protokoll und über ein Datenmodell. Und das Datenmodell dazu heißt Activity Streams, das das Vokabular im Prinzip definiert, das ActivityPub verwendet. Also wir haben hier so Sachen wie ein Object oder also Objects können sein Collections oder Activities oder Actors. Und dann gibt es daneben noch so ein Ding, das Link heißt, das letztlich dann in Objekten vorzufinden ist. Genau, und ActivityPub kommt jetzt her und sagt, okay, ich fülle jetzt dieses Actor-Object mit Leben und sage, es gibt eine Person, die hat zu besitzen Collections. Und Collections könnten dann zum Beispiel sein Followers oder Followed by oder Liked. Und dieser Actor kann Activities erstellen und das wären dann zum Beispiel Follow- oder Like-Activities. Und jetzt können wir ja schon sagen, ach so, was ich vergessen habe, ActivityPub und ActivityStreams sind tatsächlich W3C standardisiert. Das heißt, es hat schon auch Hand und Fuß, was da steht. Und es wird natürlich ja auch weit verwendet. Ich meine, wir kennen ja wahrscheinlich alle Mastodon. Ich habe noch zwei Konzepte, nämlich In- und Outbox. Und dann könnte man vielleicht anfangen, Git zu machen. Ich habe jetzt hier mal eine Beispielsequenz. Wir sehen hier einmal zwei Personen oder Person Actors, könnte man sagen. Das wären Bob und Alice. Und dann zwei Server, die sind dann da irgendwie rechts daneben. Genau, und vielleicht sieht Bob eine coole Nachricht oder einen coolen Post von Alice, drückt dann auf Follow. Und was dann passiert ist, dass dieser Actor sozusagen eine Activity, eine Follow-Activity erstellt, die adressiert ist an Alice. Die Activity landet in der Outbox von Bob. Und der Server sieht die Adresse und leitet das dann entsprechend weiter an Alices Instanz. Und dort ploppt das dann in der Timeline von Alice auf. Alice kann auf Accept Follow drücken, wenn sie das eingeschaltet hat, und eine Nachricht verfassen. Diese Nachricht wird dann auf der Instanz kreiert, landet in der Outbox und dort kann sich Bobs Instanz jeweils dann wieder diese Nachricht abholen und in die Timeline von Bob stecken. Und damit könnte man sich schon auch besser vorstellen, noch Föderierung von Git-Repos zu machen. Es fehlt allerdings noch ein bisschen was und das liefert letztlich FortFed nach. Das ist sozusagen das zweite Protokoll, das hier noch gebraucht wird. Das ist noch in aktiver Entwicklung. Ich glaube, die letzte Aktivität, die ich jetzt da gesehen habe, war im August. Und das setzt so ein bisschen auf ActivityPub auf und auch auf ActivityStreams. Und dann definiert das so Actors, also so Repository und Team, was man halt so braucht, um Git und vielleicht ein bisschen Projektmanagement zu machen. Und definiert dann aber auch noch neue Objekte, Git-Objekte, obviously, also dann so Commit und Branch. Genau, und mit diesen Erkenntnissen, wir haben das irgendwie letztes Jahr, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres alles mal gelesen und ein bisschen gelernt und haben dann angefangen, Prototypen zu bauen und mit den ersten Schritten in der Forgeo Codebase
dann auch ein wenig gecodet. Und letztlich sind wir da hingekommen, dass wir irgendwie nach so knapp 1200 Stunden Invest und ja, 526 Commits sind schon genau gezählt, da hingekommen sind, diesen Federated Star zu implementieren. Stars, wir erinnern uns, sind ja wichtig. Also es ist zum einen einfach ein user-sichtbares Feature und es ist schon eine schöne Motivation, einfach, wenn man jetzt irgendwas baut und auch irgendwie mal was ausprobiert, dass am Ende was funktioniert. Und das Ganze ist dann tatsächlich auch released in Version 8. Version 8 war, glaube ich, im August. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und das Ganze, könnte man sagen, funktioniert auch halbwegs. Oh, das Video funktioniert auch, wie schön. Genau, also ihr seht da rechts, gibt es eine föderierte Instanz, die ist, unsere, die wir mal hochgezogen haben. Links ist die V9-Testinstanz von Forgeo. Und ja, ich habe da letztlich diese beiden Repos verbunden. Es gibt dann so ein Feld, wo man das Repo einträgt, was einem folgen soll. Und dann drückt man auf diesen Stern und dieser Stern kommt da drüben halt an. Und das eben genau auf der Basis von diesen Protokollen, die ich schon mal erwähnt habe, jetzt wird dann irgendwie eine Star-Activity generiert mit einem Timestamp, wird darüber geschickt, wird gepasst und läuft dann sozusagen einfach die gängigen Wege, also triggert sozusagen die Funktionen, die dann auch schon da waren. Genau. Und jetzt bin ich sogar ein bisschen schneller als gedacht, aber das ist ja gar nicht schlimm. Jetzt wäre der Teil, wo wir über die Sicherheit reden. Also, ich meine, vielleicht kennt ihr das schon auch, es gibt ja dann diese Bedrohungsanalysen, da macht man das so, da schaut sich den Datenfluss an, schaut sich dann an, was für Bedrohungen können daraus aufkommen, wie könnte der Schaden aussehen, der dadurch angerichtet wird, bewertet vielleicht sogar den Schaden und schaut sich dann an, was für Gegenmaßnahmen man hat. Und warum jetzt den Datenfluss als erstes? Tendenziell einfach, weil wir dadurch die Systemgrenzen feststellen können und typischerweise haben wir die Systemgrenzen, an denen dann schlimme Dinge passieren können. Und eine erste Bedrohung, die man sich anschauen könnte, typisch, das kann man sich ja schon denken, wäre jetzt eine SQL-Injection. Der Schaden, der daraus erfolgt, Datenverlust oder Veränderung. Nichts Unübliches und Überraschendes. Ich habe euch mal so eine Activity, die wir machen, das ist dann so ein JSON-Objekt, mitgebracht. Und ja, wer sieht's? Wo könnte jetzt diese SQL-Injection passieren? Bitte. Genau, auf jeden Fall, ja. Da haben wir ein Droptable mit reingeschmuggelt. Und wenn wir nicht Xorm verwenden würden, würde das vielleicht sogar einen Effekt haben, aber die Go Xorm Engine bietet einfach einen globalen Schutz für Injections. Und damit sind wir da schon mal safe. Die nächste Bedrohung, die auf jeden Fall auch real ist, wäre dann eine Replay-Attacke. Das würde im Datenfluss so aussehen. Wir haben ja hier in grün irgendwie den Repository-Server. Der User schickt irgendwie einen Stern. Der Repository-Server leitet das weiter. Ein Angreifer steht in der Mitte, liest das Ding mit und könnte dann einfach da irgendwie die abspielen immer wieder und immer wieder. Und dann wäre das zum Beispiel so ein klassisches Denial-of-Service-Ding. Oder vielleicht wird man kreativ und kann irgendwie die Like-Anzahl manipulieren, so wie man es halt gerade haben möchte. Gegenmaßnahmen dazu, auf jeden Fall einmal Rate-Limiting, klar, das wäre dann aber eher so auf der Ingress-Seite. Oder was ich jetzt auch schon dann gesagt habe, wir haben einen Timestamp? Oh, ich war zu weit. Hier, genau, wir haben einen Timestamp eingeführt, der ist dann... da addieren wir immer irgendwie eine Millisekunde hinzu. Das heißt, wir haben auch eine monoton steigende Funktion. Und dann haben wir das schon auch irgendwie mitigiert. Das heißt, wenn da jetzt ältere Activities ankommen, dann ist das irgendwie kein Problem mehr. Und das, was am allgemeinsten und vielleicht auch am interessantesten wäre, ist denn, wie ist denn das, wenn jetzt irgendwie so eine Person von außen kommt und sich so denkt, cool, ich kenne jetzt die Adresse, vielleicht kenne ich auch irgendwie Usernamen. Dann schicke ich da doch jetzt einfach mal irgendwelche Activities hin. Mal sehen, was passiert.
der Schaden, der durch angerichtet werde, ich habe mich jetzt mal darauf beschränkt, hier irgendwie Rufschädigung und soziale Probleme reinzuschreiben, aber das geht bestimmt auch noch viel schlimmer. Aber natürlich kann sich halt jemand einfach für jemand anderen ausgeben und dann schon irgendwie für Chaos und Trouble sorgen. Und um das zu mitigieren, müssen wir letztlich uns mal anschauen, wie können wir eigentlich eine Activity und eine Person richtig und gut zuordnen und irgendwie das so sinnvoll machen. Das heißt, kryptografische Signaturen implementieren. Und das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung, aber eine so grundlegende Herausforderung, dass wir die lösen müssen, bevor wir jetzt zum Beispiel die Unstar-Funktion implementieren. Einfach, wir dachten uns, wir können jetzt diesen Stern schon einbauen, weil das ist noch nicht ganz so destruktiv und wir lernen, wie es funktioniert. Aber der Unstar wäre ja dann schon so ein, damit könnte ich schon mehr kaputt machen. Und das strahlt dann natürlich auch so in die ganzen anderen Sachen rein. So Issues möchten natürlich auch gut zugeordnet sein, Commons eben. PRs haben dann nochmal ihre eigene Dimension, soll dann immer noch eine CI mit anlaufen. Das sind so Überlegungen, die wir schon noch mit anstellen müssen. Genau, und jetzt sind wir halt schon so an diesem Punkt, wo wir eine Roadmap machen werden, so für die nächsten Male, genauso auch wieder mit dem, wir stellen uns halt hin und schauen, was könnte als nächstes benutzersichtbares Feature funktionieren und werden das dann so nach diesem MVP-Prinzip einbauen. Im Fazit kann man sagen, sichere Föderierung ist schon ein ziemlich dickes Brett, dass wir aber gewillt sind zu bohren und ich meine, wir haben Leute, die da irgendwie Lust drauf haben und die Forgame-Community will das auch und es gibt auch Contributor, die da motiviert sind, dran zu arbeiten und das finden wir auch so cool eigentlich, also die Forgame-Community ist einfach ziemlich nice, wir arbeiten gerne mit denen zusammen und Föderierung ist halt so ein Ding, das im Scope ist. Und an der Stelle auf jeden Fall ein Shoutout an die Leute dort. Ich meine, das war gerade schon so ein bisschen einer. Und auf jeden Fall auch nochmal an den Codeberg e.V. für das Hosten von das Ganze. Das ist viel Arbeit, kostet viel Zeit und auch Geld. Und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und ansonsten, wir bieten einen Service an. Wenn ihr Lust habt, irgendwie das mal hochzuziehen oder das in eurer Firma gerne mal vorstellen wollt, dann sprecht uns mal an. Vielleicht kommen wir da ja zusammen. Und jetzt bin ich deutlich früher fertig, als ich gedacht habe. ja, das sind die URLs und Quellen. Es gibt dann einmal den Link zu unserem Fork von dem Repo. Da wird dann so die Föderierungsarbeit passieren und dann halt nochmal einen Link zu unseren Plastiksachen. Genau. Das war das. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja. Da hinten auch? Hey, danke für den Vortrag. Bitte nah an den Mund. Ja, so. Danke für den Vortrag. Du hattest erwähnt, dass man zwei Repositories miteinander linken muss, damit die Federation von dem Star funktioniert. Geht es in beide Richtungen? Also ist das symmetrisch? Das geht tatsächlich gerade noch so, dass ich sagen muss, dieses Repo folgt mir. Okay. Aber das wird sich natürlich jetzt noch verändern. Also das ist halt jetzt, um diese Funktionalität irgendwie mal getestet zu haben und um so diese Basic-Konzepte verstanden zu haben. Da wird aber noch was passieren. Ja. Okay. Und wann sind denn zwei Repositories gleich? Also wann kann ich denen linken? Müssen die gleichen Commits haben? Weil die werden ja noch nicht föderiert. Das ist auch eine gute Frage. Und ich kann ja entscheiden, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel der Release rauskommt, dann finde ich das Projekt super gut und das ist auch die Version, die ich nutze. Und dafür würde ich dann den Star geben, aber für die Version vorher noch nicht, die dann auf der anderen folgenden Instanz vielleicht noch nicht ist, wenn es nicht gemirrored wird oder ich weiß nicht. Wir vermuten, dass... Warte ganz kurz, dann ist es auch in der Aufnahme drauf. Vielen Dank. Also wir vermuten, dass das Follow, ein Repo followed dem anderen, dass es sowas ist wie ich mache einen Fork, dann folgt der Fork dem Original. Oder sowas wie ein Mirror. Ne, deswegen haben wir auch so die gemirrten Repositories. Das heißt also, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, aber die
Semantik von einem Repository folgt einem anderen hat noch keiner ausbuchstabiert. Na, das heißt, es wird irgendwann mal kommen, aber ist jetzt noch nicht so richtig definiert. Aber das könnte so eine Richtung sein. Das macht keinen Sinn. Also, ja. Also im Moment geht das, ja, aber faktisch macht es keinen Sinn. Vielleicht auch nochmal der Hinweis von mir bei Sternen. Wenn man die zum Beispiel auf GitHub vergibt, dann bleiben die auch da, auch wenn das Projekt danach doof ist, wenn du nicht aktiv hingehst und es wieder wegmachst. Hatte noch jemand eine Frage? Nee, scheinbar nicht. Okay, cool. Dann würde ich sagen, danken wir nochmal dem Erik ganz lieb. Applaus hier einfügen. Und ich wünsche euch noch eine schöne MMM-CD.